Hey Leute, ich wollte eigentlich nur kurz ein Debug-Video sozusagen zeigen. Nämlich passiert es in Skyrim öfter mal, dass bestimmte Drachen oder halt random Drachen einfach mal so rumstehen und einen blöd angucken und nichts tun, auch wenn man sie attackiert. Das ist blöd, weil sie nämlich auch, wie ihr gleich sehen werdet, unsterblich werden. Man kann sie zwar verletzen, sieht so aus, ja, kriegst du bald down. Aber nix da. Weil. Man sieht doch, der wehrt sich überhaupt nicht. Ja, der wird einfach nicht sterben. Egal wie lange man drauf einkloppt. Ganz einfacher Fix. Man klickt den an. Mit der Maus einfach. Dann kriegt man die ID hier angezeigt. Dann macht man Resurrect. Also es muss nicht unbedingt immer die ID sein. Ist halt pro Objekt oder halt Lebewesen immer anders. Gibt dann Resurrect ein. Das ist wiederbeleben. Drückt Enter. Und da füllt sich wieder auf. Jetzt greift er schon mal an. Er wird sich aber immer noch nicht bewegen. Und vielleicht passiert was Merkwürdiges. Ja, greif ruhig an. So. Nach der zweiten Attacke stirbt er nämlich einfach. Das hat schon ein paar Mal gemacht. Der stirbt immer nach der zweiten Attacke. Auf jeden Fall kann man so das Problem fixen. Wenn da zum Beispiel eine Aufgabe ist, dass man einen Drachen töten soll und der ist auch genauso verbuggt, ist das halt ein bisschen blöd, weil man kann die Aufgabe nicht abschließen. Aus diesem Grund kann man das halt dann so fixen. Dann ist das auch meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung. Keine Ahnung, ich empfinde das nicht als Cheating, es ist eher so Bugbeheben. Auch wenn man die Konsole nutzt, was ja immer mehr so als Cheating abgestempelt wird, aber ja. Genauso wie wenn man NPCs zu sich teleportiert, weil sie irgendwo festgebackt sind und man sie braucht, ist das hier wohl eher kein Cheating. Naja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich denke, das macht das Spielen einem einiges angenehmer in manchen Situationen. Ja, man hört voneinander.